Potenziell krankmachende Mikroorganismen wie Bakterien und Viren umgeben uns überall. Egal, wo wir uns aufhalten, egal, wohin wir uns bewegen. Wir nehmen sie mit der Nahrung auf, wir trinken sie. Mit jedem Atemzug können sie in unsere Atemwege gelangen. Sie sitzen auf unserer Haut, bewohnen unseren Darm und befallen unsere Schleimhäute. Doch verschiedene Abwehrsysteme schützen uns, insbesondere vor den krankmachenden Varianten dieser Mikroorganismen. Wir sprechen dann von den Pathogenen. Bereits vor unvorstellbaren 500 bis 600 Millionen Jahren begann sich das Immunsystem zu entwickeln. Zunächst entstanden einfach nur Eiweiße, die in der Lage waren, Krankheitserreger zu beschädigen. Man nennt sie heute die Defensine, weil auch wir sie heute noch in uns tragen. Später kamen dann Abwehrzellen dazu, die in der Lage waren, Erreger zu fressen und Entzündungsreaktionen auszulösen. Der nächste Entwicklungsschritt erfolgte erst 200 Millionen Jahre später. 200 Millionen Jahre. Das, was uns heute so selbstverständlich erscheint, brauchte eine unvorstellbare Zeit während und in der Evolution, um sich zu entwickeln. Eine Abwehrfront erschien also dann auf der Bildfläche, der evolutionären Bildfläche sozusagen, ungefähr vor 300 bis 400 Millionen Jahren, die nun in der Lage war, im Gegensatz zu den Kollegen davor, körperfremde Strukturen sehr spezifisch zu erkennen und auch zu bekämpfen und, ganz wichtig, sich den Feind auch zu merken. All diese Mechanismen tragen wir heute in uns. Wir wollen sie in zwei Teams unterteilen. Das erste Abwehrteam nennen wir die angeborene, das zweite Abwehrteam die erworbene Immunabwehr. Mit diesem Clip möchten wir Ihnen diese beiden Teams näher vorstellen und Sie somit in das Wunderwerk unseres Immunsystems einführen und Ihnen hier einen Überblick verschaffen über die wichtigsten Mechanismen, mit denen uns unser Organismus vor krankmachenden Erregern schützt. Beginnen wir mit dem Team Nummer 1, der angeborenen Abwehr, die sich dadurch auszeichnet, dass sie mit unterschiedlichen Strukturen und Mechanismen extrem schnell, aber dafür unspezifisch agiert. Sie kann kein Gedächtnis aufbauen und reagiert bei jedem Reinfekt immer wieder auf die gleiche Art und Weise. Schauen wir uns die einzelnen Elemente etwas genauer an. Den feineren Abwehrmechanismen vorgelagert finden sich zunächst äußere anatomische Barrieren. Die erste dieser Barrieren stellt unsere Haut dar. Sie kann, solange sie unverletzt ist, von den meisten Krankheitserregern nicht durchdrungen werden. Weitere Schutzvorrichtungen stellen die Schleimhäute der Atemwege, des Magen-Darm-Trakts und des Urogenitalsystems dar, die, wie auch die Haut, zum Teil ein besonderes Milieu schaffen, das Krankheitserregern keine Freude macht. Denken wir an den sauren pH-Wert der Haut oder aber der sehr aggressiven Magensäure, die wir im Magensaft des Magens antreffen können. Erreger, die in die Atemwege gelangen beim Einatmen, werden über Flimmerhärchen und dem Hustenreflex direkt wieder nach außen befördert. Insbesondere der Darm, aber auch die Haut
werden zudem von harmlosen Mikroorganismen besiedelt, um so gefährlicheren Erregern keinen Raum zu geben, sich dort einzunisten. Überwinden die Krankheitserreger die äußeren Schutzbarrieren, so werden die Abwehrzellen dieser angeborenen Abwehrlinie auf den Plan gerufen. Die ersten Zellen, die an den Infektionsort gelangen, sind kleine Fresszellen, die sogenannten neutrophilen Granulozyten. Der Name Granulozyt rührt daher, dass diese Zellen, diese Abwehrzellen, kleine Granula, kleine Körnchen in sich beherbergen mit bestimmten Substanzen, Enzymen und Botenstoffen. Also, wir haben also hier es mit kleinen Fresszellen zu tun, den neutrophilen Granulozyten, die vor allem bei bakteriellen Infekten in Aktion und zur Aktion schreiten, um die Mikroorganismen wirklich direkt zu fressen. Man spricht auch von Phagozytieren, das Fressen von Mikroorganismen. Neben den neutrophilen Granulozyten gibt es noch eosinophile und basophile Granulozyten. Sie sind vor allem für die Abwehr wurmartiger Parasiten zuständig, die aufgrund ihrer Größe nicht einfach gefressen werden können. Diese beiden Granulozytenarten werden unterstützt von den Mastzellen, die wir vor allem im Gewebe antreffen. Und all diesen Zellen gemein ist, dass sie über kleine Bläschen verfügen, die voll mit Enzymen, Botenstoffen und toxischen Substanzen sind. Mit diesen werden dann die Parasiten regelrecht überschüttet und beschädigt. Eine Entzündungsreaktion wird parallel durch diese Botenstoffe mit ausgelöst. Es sei an dieser Stelle kurz angemerkt, dass genau diese Truppe, die eigentlich zur Parasitenabwehr da ist, insbesondere die basophilen Granulozyten und die Mastzellen, aber auch zum gewissen Teil auch die eosinophilen Granulozyten, also diese Antiparasitentruppe, sie ist es, die typischerweise beteiligt ist an den allergischen Reaktionen. Das heißt, im Sinne eines blinden Alarms attackieren sie dann Strukturen, die leider keine Parasiten sind, sondern einfach ungefährliche Pollen zum Beispiel. Also eine Art Abwehraktion gegen Parasiten, leider nur ohne Parasiten. Zurück zu den ordnungsgemäßen Abwehrprozessen. Nach den kleinen Fresszellen sind es die großen Fresszellen, die nun in der nächsten Phase zum Zuge kommen. Sie werden Monozyten genannt, solange sie im Blut zirkulieren. Im Gewebe angekommen, reifen sie zu sogenannten Makrophagen heran. Zu diesen großen Fresszellen gehören auch die dendritischen Zellen. Sie sind sehr berühmt und sehr bekannt und sehr wichtig, weil sie sind Vermittler zwischen dem ersten und zweiten Abwehrteam. Und zwar, indem sie Mitgliedern des zweiten Teams, das gleich noch kommen wird, den zuvor gefangenen Erreger präsentieren. Ich werde später beschreiben, wie sie das tun. Als wichtige Zellpopulation des ersten Teams, insbesondere zur Bekämpfung von Erregern, die in Zellen einzudringen vermögen, wie Viren zum Beispiel, haben wir noch die natürlichen Killerzellen zu nennen. Sie eliminieren also kranke, zum Beispiel von Viren befallene Zellen, so sie diese zu erkennen vermögen. Dieses erste Team, also die angeborene Abwehr, besteht nicht nur aus Zellen. Eine Vielzahl von Eiweißen, Proteinen unterstützt die Zellen im Abwehrkampf. So zum Beispiel das Komplementsystem.
Dieses Komplementsystem besteht aus einer Reihe von Proteinen. Diese Proteine sind erstmal nicht aktiviert. In Gegenwart von Erregern aber werden sie kaskadenartig aktiviert und formieren am Ende als kleines Gesamtkunstwerk eine Art Membranangriffskomplex. Und mit diesem schädigen sie die Hülle des Erregers und läuten so seine Zerstörung ein. Eine weitere Eiweißgruppe, die für die Abwehr unheimlich wichtig ist, das sind die Zytokine. Das sind Proteine, die sozusagen Botenstoffe des Immunsystems darstellen. Zu ihnen gehören zum Beispiel die Interleukine oder Interferone. Sie steuern die Kommunikation zwischen den Leukozyten und den anderen Abwehrzellen. Aber auch sind sie in der Lage, die Immunreaktion insgesamt zu regulieren. Und, ganz wichtig, sie sorgen für den Nachschub von Zellen, da sie im Knochenmark die Bildung neuer Abwehrzellen stimulieren. Und Interferone sind nochmal sehr speziell, weil sie direkt antiviral wirken. Nicht immer gelingt es den Zellen und Abwehreiweißen des ersten Teams, Eindringlinge vollständig abzuwehren. In solch einem Fall muss das zweite Team eingreifen. Dieses Team Nummer 2 wird auch das erworbene, das adaptive oder spezifische Immunsystem oder Abwehrsystem genannt. Dieses Team stellt sozusagen die Eliteeinheit dar. Zu ihr gehören die T- und B-Lymphozyten und die von den B-Lymphozyten produzierten Antikörper. Ihre Arbeit zeichnet sich durch einen verzögerten Start aus, weil klar, es dauert ein wenig, bis die Eliteeinheit einschreitet. Dafür geht aber diese Abwehrlinie sehr spezifisch vor. Das heißt, es wird konkret ein ganz bestimmter, spezifischer Erreger erkannt und direkt bekämpft. Und dieses Team Nummer 2 bildet auch ein Gedächtnis aus. Ganz wichtig, es merkt sich den Gegner und gewährleistet so das, was wir Immunität nennen. Wie sieht das konkret aus? Jeder Lymphozyt verfügt über einen spezifischen Rezeptor, der ihn in die Lage versetzt, einen spezifischen Erreger zu erkennen. Das Erkennen läuft so ab. Der Rezeptor des Lymphozyten passt genau auf ein Oberflächenmerkmal eines Erregers. So ein Oberflächenmerkmal nennen wir auch das Erregerantigen. Das heißt, der Rezeptor des Lymphozyten passt an das Antigen des Erregers, wie ein Schlüssel in ein Schloss passt. Alle Lymphozyten gemeinsam vermögen es, fast jedes eingedrungene Fremdantigen zu entdecken und zu binden. Da bei der unvorstellbar großen Zahl der unterschiedlichen Rezeptoren, die unsere Lymphozyten in ihrer Gesamtheit besitzen, fast immer einer dabei ist, der auf einen gerade eingedrungenen Erreger passt. Während die B-Lymphozyten ihre Reifung im Knochenmark erfahren, reifen die T-Lymphozyten im Thymus. Daher auch die Namensgebung. Thymus, abhängig deshalb T-Zellen. Diese T-Zellen, die also im Thymus reifen, bilden verschiedene Subpopulationen, also Varianten aus. Wir wollen die zwei wichtigsten nennen. Das sind einmal die CD4-Zellen, benannt nach ihrem wichtigen Rezeptor, auch T-Helferzellen genannt, und die CD8-Zellen, auch T-Killerzellen genannt. Also, wir merken uns schon mal, die einen helfen und organisieren die Abwehr, die anderen killen Zellen,
die infiziert worden sind. Also, diese entstehen im Thymus und als naive Zellen gehen sie erstmal hinaus in die Welt, sprich ins Blut und in die Lymphe. Naiv heißt in dem Falle, sie hatten noch keinen Kontakt zu einem Erreger. So sind sie also nun unterwegs und hoffen, ihren spezifischen Feind anzutreffen. In ihrer Arbeitsweise unterscheiden sich T- und B-Lymphozyten grundsätzlich. Im Gegensatz zu B-Zellen können T-Zellen einen Erreger nicht erkennen, wenn er einfach so allein daherkommt. Der könnte gerade an ihnen vorbeischwimmen. Keine Chance. Was muss geschehen? Die Erreger müssen zuvor von einer besonderen Körperzelle aufgenommen und zerlegt werden. Das übernehmen vor allem die großen Fresszellen, Makrophagen und dendritische Zellen nennen wir sie, die ja zum ersten Team gehören. Sie also nehmen den Erreger auf, wie es im Bild neben mir schön zu sehen ist, zerlegen ihn und nehmen seine Oberflächenerkennungsstruktur, sein Antigen, und setzen das an die Oberfläche. Sie platzieren also das Erregerantigen an die Oberfläche und sagen damit, den hier habe ich geschluckt, den habe ich gefangen. Dieses Erregerantigen reicht noch nicht aus, denn die Zelle muss sich ausweisen und muss damit beweisen, dass sie zu diesem Körper gehört. Das heißt, neben das Erregerantigen setzt diese Fresszelle ihren Personalausweis, also ein Molekül, mit dem sie sich zu erkennen gibt als körpereigene Zelle. Nun kommt also eine CD4-Zelle, eine T-Helferzelle, dahergeschwommen, sucht diese dendritische Zelle ab oder den Makrophagen ab. Und wenn es dann passt, wenn also diese Zelle tatsächlich den Erreger präsentiert, den diese die Helferzelle zu erkennen vermag, dann dockt diese Zelle an und wird dadurch aktiviert. Nach ihrer Aktivierung vermag die Helferzelle sich wieder in zwei Unterpopulationen zu teilen. Die Helferzelle 1 und 2 genannt. Das wird nochmal wichtig werden. In einem weiteren Video beschreibe ich den Einfluss von Stress auf das Immunsystem. Und da wird es ganz wichtig sein, diese beiden Zellen unterscheiden zu können. Schon mal vorgemerkt für die, die das Thema Stress spannend ist. Also, die T-Helferzelle 1 oder 2 entsteht, je nach Erreger und je nachdem, wie sie aktiviert werden. Auf dem Bild aber ist ferner zu erkennen, dass bei der Teilung auch eine Tochterzelle entsteht, die am augenblicklichen Abwehrgeschehen nicht weiter teilnimmt. Aber sie hat den Erreger erkannt und sie verharrt nun in einer Art Aktionsbereitschaft, um nämlich sofort loszulegen, falls dieser Erreger später wiederkommt. Wir sprechen hier nun von einer Gedächtniszelle. Auch B-Lymphozyten sitzen natürlich einen speziellen Rezeptor, mit dem sie wiederum ihren passenden Erreger erkennen und andocken können. Als Rezeptor dient ihnen ein Antikörper, und zwar der Antikörper, den diese B-Zelle eben in der Lage ist zu produzieren. Antikörper sind Eiweiße, Y-förmig meistens, die von den B-Lymphozyten freigesetzt werden und die dann über die Körperflüssigkeiten schwimmen und die Erreger suchen und an ihnen dann andocken und damit zu ihrer Schädigung oder Zerstörung beitragen. Die Antikörperproduktion kann aber auch, wenn der B-Lymphozyt angedockt hat am Erreger, noch nicht einfach so starten.
Zuvor muss die B-Zelle von den T-Zellen, von der TH1 und vor allem der TH2, die macht das besonders gerne, aktiviert werden. Also auch hier sehen wir wieder eine enge Zusammenarbeit. Die T-Helferzellen müssen den B-Lymphozyten aktivieren, damit dieser dann die Antikörper bilden kann. Wenn dann die Antikörperbildung endlich startet, dann ist der B-Lymphozyt in einem Art produktiven Stadium und dann bekommt er einen neuen Namen. Jetzt sprechen wir von der Plasmazelle. Einige der freigesetzten Antikörper heften sich nun an Viren, sodass sie nicht mehr in Körperzellen eindringen können. Andere docken an Bakterien an und machen sie so zugänglich für Fresszellen, die diese dann besser zerstören können. Bis alles Beschriebene sich vollzieht, vergeht natürlich eine geraume Zeit. Und in dieser Zeit kann diese Infektion auch zu einer Erkrankung führen, also einer Symptombildung. Das ist nicht zwingend. Wir durchlaufen auch zum Teil Infektionen ohne eine Symptomatik. Aber sehr häufig schafft der Körper das nicht ganz und so kommt es auch zur Symptombildung und damit zu einer offensichtlichen Erkrankung. Ganz kurz, eine Zellart fehlt noch. Wir wollen ihn doch nicht unterschlagen, wie die zweite wichtige Zellart, die CD8 oder die T-Killer-Zelle, wie sie auch genannt wird, also nicht zu verwechseln mit der natürlichen Killerzelle, sondern das hier ist die T-Killer-Zelle, wie sie arbeitet. Denn auch sie sucht Zellen ab, aber sie sucht Körperzellen ab. Sie sucht infizierte Zellen und diese werden dann, denen wird dann nicht einfach geholfen. Nein, der Name sagt es schon, die T-Killer-Zelle zerstört die infizierten Zellen, damit sie nicht mehr weiter Viren produzieren können. Was geschieht nun, wenn das alles überstanden ist und dieser Erreger irgendwann nach Monaten oder Jahren wiederkehrt? Bei einem erneuten Kontakt mit dem gleichen Erreger generiert das Immunsystem nun eine viel schnellere und viel effizientere Antwort. Das liegt daran, dass das zweite Team, die Eliteeinheit, sofort in das Geschehen eingreifen kann, da nämlich die T- und B-Gedächtniszellen sofort loslegen können. Wir sagten ja zuvor, bei ihrer Bildung verharrten sie in einer Art Kampfbereitschaft. Kommt der Erreger ein zweites Mal, sind sie bereit und können aus dem Stand loslegen. Dieser Mensch ist nun gegen diesen Erreger immun. Eine Immunität kann auch erworben werden, ohne dass die Erkrankung in Gänze durchlaufen werden müsste. Und zwar mittels einer Impfung. Welche Formen es da gibt und wie sie funktionieren, beschreiben wir in einem weiteren Video. Bleiben Sie uns gewogen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. In diesem beschreibe ich dann, wie sich Stress auf das Immunsystem auswirkt. Bleiben Sie uns treu und bleiben Sie vor allem gesund.